Hallo und herzlich willkommen bei Mein Anders TV. Heute wieder eine Folge Car Talk und neben mir sitzt der Hauke Anders. Hallo. Hallo Hauke. Vielen Dank übrigens dafür, du hast spontan gesagt, ey, mache ich mit, finde ich klasse. Ja, wir saßen ja schon mal zusammen in einem Auto, das fand ich auch gut. Und also du bist motiviert, denn wir machen heute eine spezielle Car-Talk-Variante und zwar dürfen Mitarbeiter von der Anders-Gruppe dich heute anrufen, hier in unserem Car-Talk und dir irgendwelche Fragen stellen. Ja, das Gute ist, ich bin gespannt. Du weißt die Fragen nicht. Nee. Ja, das ist das Gute. Ja. Ja. Oh, schon ist einer da. Ja. Soll ich annehmen? Es geht ja ganz leicht einfach. Schau mal, Hauke Anders hier. Tim Drischel. Hallo Herr Anders, hier der Transporterverkäufer aus Pferden. Ja, hallo Herr Drischel. Moin. Moin. Herr Anders, ich habe mal kurz zwei Fragen an Sie, wenn Sie gerade einen Augenblick sein. Ja. Gerne. Sie sind ja ein gewachsener Unternehmer. Glauben Sie, dass man als Unternehmer geboren wird oder wächst man in diese Rolle erst irgendwie rein? Also ich glaube nicht, dass man als Unternehmer geboren wird. Wenn man Unternehmer sein will oder ein erfolgreicher Unternehmer sein will, braucht man bestimmte Eigenschaften. Man muss irgendwo auch risikobereit sein, man muss teamfähig sein. Das sind so Dinge, die muss man einfach mitbringen. Man muss auch Dinge vorantreiben wollen, man muss auch mal vorangehen, Leute begeistern können. Das sind Dinge, die meines Erachtens nach ein Unternehmer unbedingt haben muss. Und dann, denke ich, hat man das Rüstzeug dafür. Also sind manche Sachen hilfreich, um ein Unternehmer zu werden, um erfolgreicher Unternehmer zu werden, die man halt schon als Talent hat oder von Anfang an hat. Aber es ist nicht unbedingt zwingend so, dass man da reingeboren werden muss. Es könnte also jeder auch in diese Rolle reinwachsen, wenn er sich anstrengt und... Ja, und wenn er einfach auch bereit ist, Dinge eben an Risiko einzugehen oder eben auch mit Leuten zusammenarbeiten mag und diese Dinge mag, dann wenn er das mag, dann sind das schon mal gute Voraussetzungen, ein Unternehmer zu sein. Ja. Okay, vielen Dank. Bitte. Die zweite Frage, die ich habe, aha, Sie sind ja jetzt schon einige Jahre als Unternehmer tätig und haben auch ein Unternehmen, wo viele Entscheidungen getroffen werden müssen. Ja. Was war Ihrer Meinung nach die schwerste Entscheidung, die Sie jemals treffen mussten? Puh, das ist... Also ich weiß gar nicht, ob man das so wirklich auf eine Entscheidung rausstellen kann. Also schwierige Entscheidungen waren für mich immer so auch große Investitionen. Wo man dann auch sagt, Mensch, ist das wirklich richtig? Kann man das? Denn das Geld hat man ja nicht unbedingt in der Schublade liegen. Man muss zur Bank gehen und sich das Geld leihen. Also stellt man sich natürlich immer die Frage, kann man das alles wieder zurückzahlen? Und das sind so Entscheidungen, wo ich dann auch schon mal ein paar Nächte nicht schlafen kann. Wo ich dann auch mal nachts durch die Straßen von Vechta gehe und spazieren gehe, weil ich einfach nicht schlafen kann, weil ich nicht einschlafen kann. Das sind schwere Entscheidungen. Weiterhin ist natürlich immer, da habe ich jetzt kein spezielles Erlebnis, aber ich weiß so in der Diskussion ja immer auch, wenn man sich wirklich auch mal von einem Mitarbeiter trennen muss. Ne? Das ist, kommt immer mal wieder vor aus den verschiedensten Gründen. Das sind Entscheidungen und auch Gespräche, die mag, glaube ich, kein Mensch. Und ich glaube auch nicht... Da kann einer, glaube ich, der abgebrühteste und erfolgreichste Unternehmer sein. Also ich würde sagen, er macht sich was vor, wenn er sagt, das macht er sich einfach oder das fällt ihm leicht. Ja. Sowas fällt mir unheimlich schwer und das sind so Dinge, da muss man schon wirklich ein paar Mal drüber nachdenken und die tun einem dann auch weh und leid, weil man ja auch weiß, was hängt dahinter auch. Meistens eine Familie damit hinter und wie auch immer, aber trotz alledem, mitunter sind einfach diese Dinge leider notwendig, ergeben sich so, und dann muss man diese Entscheidungen auch treffen. Also das sind so Entscheidungen als Unternehmer, die schon wirklich auch hart sind. So gut, das kann ich nachvollziehen. Große Investitionen und was Personal angeht, wenn man sich von Mitarbeitern trennen muss, ja, zu verstehen, dass das
dass das keine einfachen Entscheidungen sind, die man trifft und auch nicht mal eben aus dem Handgelenk schüttelt. Nee. Ja, vielen Dank, Herr Anders. Ja, bitte, Herr Drischel. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Zeit. Ja, gerne. Das wünsche ich Ihnen auch. Besten Dank. Danke. Bis dahin. Jo, tschüss. Tschüss. Der Herr Drischel. Einer, der Fragen stellt und die Antworten reflektiert. Ja, ein Hammer. Zeigt, dass er auch ein guter Verkäufer ist, ja. Der eben ja, dann auch die Wünsche des Kunden nochmal wiederholt, wenn das mit dem Kunden durchgeht und das nicht als gegeben dahin nimmt. Und das sind schon klasse Sachen. Das hat er schon, Respekt. Aber ganz kurz mal um da nochmal in das Thema einzugreifen. Als du damals, ich weiß gar nicht, die Geschichte ist ja so, dass dein Vater, glaube ich, hatte dieses Autohaus. Ein Autohaus? Eine kleine Werkstatt oben in Schleswig-Holstein, in Lütchenburg. Du bist auch Schleswig-Holstein? Ich bin auch Schleswig-Holstein, ja, genau. Okay, Lütchenburg. Ja. Ja, wobei mein Vater selbst ja Bauunternehmer ist und er hat als Bauunternehmer damals für einen Bekannten diese Werkstatt gebaut. Und der war dann, aus Altersgründen hörte er dann auf und dann haben wir diese Werkstatt übernommen und das war eigentlich so mein Plan, dass ich diese Werkstatt übernehme und dort eben, das waren damals 15, 20 Mitarbeiter maximal, die dort arbeiteten und ja, und dann kam dieses tolle Angebot mit Vechta und Diepholz dort einzusteigen und diesen Betrieb zu übernehmen. Und so bin ich nach Vechta gekommen. Ich glaube, das macht, glaube ich, einen erfolgreichen Unternehmer aus, dass man dieses Risiko geht, weil sonst bleibt man immer auf der gleichen Stelle. Und was habe ich so gemerkt, also dass man kein 9-to-5-Jobber sein darf. Ne? Also ja. Nicht irgendwie 5 Uhr, ne, der Computer fährt runter und ich muss jetzt zum Kegelclub. Nicht despektierlich gemeint, sondern dann musst du auch mal 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stunden länger bleiben und einfach knuxen. Ja, also oder? Ich sag mal so, als Unternehmer ist man ja im Grunde 24 Stunden im Dienst. Ne? Man denkt ja jeden Tag, jede Stunde darüber nach. Mhm. Man repräsentiert jeden Tag, jede Stunde, jede Minute sein Unternehmen. Das ist ganz egal, ob ich abends in die Kneipe gehe und dann repräsentiere ich trotzdem mein Unternehmen. Genau. Ja. Und bin ja immer dann auch noch der Unternehmer. Ich bin ja nie, zumindest hier in diesem Umfeld, ja nie abgeschaltet. So, kein Mensch weiß, wer ich bin. Das findet hier ja nicht statt. Ja. Wie fandst du es? Sehr gut. War hochinteressant. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und anfangs war ich ja ein bisschen nervös. Was kommt? Ach, komm. Aber es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und wollen wir es mal wiederholen? Hättest du Lust? Ja, es war wirklich, hat sehr viel Spaß gemacht und auf jeden Fall. Ich war sehr gerne dein Chauffeur, würde ich sagen, bis bald. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, ciao, ciao. Tschüss. Oh, dann ist ja der Nächste. Ja. Hallo, Hocke Anders hier. Hallo, Moritz Windorf. Meine erste Frage wäre, wer oder was hat Sie als Person am meisten geprägt? Dennis, du nicht.